in so ein Moderationsding so reinkommt. Das ist so schlimm eigentlich. Das ist so eine Rolle, die man anschnipst. Okay. Hallo, jetzt bin ich Moderator. Guten Tag. Hallo. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei der Show mit Chris. Da sind wir wieder auf YouTube zurück. Und heute habe ich eine junge Dame zu Gast, die aktuell im Kino zu sehen ist, im Goldenen Handschuh, in dem Film Der Goldene Handschuh. So, nicht im Goldenen Handschuh, das ist nämlich die Kneipe, die hier um die Ecke ist, eigentlich schon wieder fast. Aber ich stelle es einfach mal vor, die Greta Sophie Schmidt. Ja. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Erstmal ankommen, ne? Das ist immer so. Das ist immer so, man denkt sich immer so. Jetzt muss ich irgendwas sagen. Ja? Hast du schon viele Interviews eigentlich gemacht? Oder geht's ja, also auf dem roten Teppich hatte ich gestern ein paar, aber ansonsten so in meiner Freizeit eher weniger. Ja. Also es gibt ja so diese roten Teppich-Interviews und diese normalen, die man irgendwo wo es aufgebaut wird und dann geht man da so hin und dann passiert da irgendwie was. Das hast du noch nicht gehabt, ne? Wahrscheinlich. Nee, noch nicht. Ah, verrückt. Das kommt noch. Hoffentlich. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, das ist verrückt. Also wir versuchen ja in dieser Sendung immer so ein bisschen aufzuklären, wie man bestimmte Berufe oder wie man bestimmte Dinge, oder wie man selber macht, wie man dazu kommt. Und ich fand das bei dir so spannend, dass du auf einmal in so einem großen Kinofilm mitgewirkt hast und auf einmal so von 0 auf 100 hast du schon immer dir gewünscht, Schauspieler zu werden? Also es ist so, ich stand als Kind halt auch schon gerne immer vor der Kamera und habe auch früher sogar schon als 12 Monate altes Baby gemodelt für einige Prospekte. Und in der Grundschule habe ich auch schon viel Theater gespielt und dann habe ich auch noch weiter in der weiterführenden Schule Theater gespielt. Bin dann zu einem Casting gegangen, was in der Zeitung ausgeschrieben worden ist. Und dadurch habe ich meine erste große Kinorolle direkt bekommen. Ja, und so wie hieß der Film? Das war Junges Licht von Adolf Winkelmann. Ah, okay, verstehe. Das ist ein Ruhrgebietsregisseur, war ein Heimatfilm, der lief 2016 in den Kinos. Ja, und so bin ich dann halt dazu gekommen. Aber es war schon immer irgendwie so im Blut. Ja? Ja. Und hast du dann irgendwie, du bist ja bis jetzt 20, ne? Mhm. Hast du irgendwie dann gesagt, ich nehme jetzt direkt diese Richtung in Anlauf und studiere nicht? Oder hast du irgendwie studiert oder irgendwas in der Richtung gemacht? Also ich studiere momentan Film- und Sounddesign an einer staatlichen Hochschule. Oh. Und ich habe mich dazu entschieden, weil ich hinter der Kamera auch immer alles sehr spannend fand, wenn ich an den Sets gedreht habe. Und dann habe ich mich erstmal dazu entschieden, dass ich mich eher in die Richtung spezialisieren möchte, aber dabei natürlich auch noch weiter schauspielern möchte. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, es war eine sehr gute Entscheidung, würde ich sagen. Aber das ist ja verrückt, wenn du noch nebenbei studierst, kann man das dann überhaupt unterbringen, wenn du halt so lange auf Drehs bist oder so? Das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Ich sag mal so, alles ist machbar, wenn man es nur möchte, ne? Das stimmt, da musst du ja sehr viel lernen. Also musst du sehr viel nachholen dann wahrscheinlich, ne? Also, ich muss sagen, also bis jetzt geht's total. Und ich mache auch, also ich sag mal so, wir haben ja auch mal frei. Da drehen wir halt auch viel in der Uni, aber man kriegt das hin. Ich würde sagen, man kriegt's hin. Bis jetzt hatte ich noch nie eine Zwickmühle. Ah ja, und gut, das ist auch nicht schlecht. Bis jetzt kam ich echt gut durch so. Ja. Okay, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, wenn ich jetzt als unbeschriebenes Blatt sagen würde, okay, ich habe jetzt Bock zu Schauspielern, dann muss ich ja irgendwas tun, damit ich da irgendwie in die Szene reinkomme. Das ist ja wahrscheinlich schwierig. Ja, also hat viel, würde ich sagen, auch mit Glück zu tun. Ja. Also man muss, also Talent ist sowieso immer so eine Sache. Man muss es wirklich im Blut haben. Wenn man es nicht will, dann kann man es eigentlich gleich vergessen. Also was ich den Leuten jetzt mal auch da draußen raten würde, wenn ihr daran Interesse habt, guckt euch mal in Zeitungen um, da sind manchmal Castings angepriesen, auch als Komparse, einfach mal mitmachen, einfach mal Erfahrung sammeln, alles mitnehmen, was geht und vor allen Dingen Theater spielen. Theater, 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 das ist echt ein super Anfang, um überhaupt mal in diese Schauspielerwelt reinzugucken und Jugendclubs gibt es überall in jeder Stadt an Theatern, einfach mal mitmachen und mit ein bisschen Glück irgendwann mal vielleicht eine Fernsehrolle ergattern oder sich bei Agenturen bewerben. Das geht natürlich auch. Ja, da hast du Theater gespielt wahrscheinlich, ne? Ja, habe ich auch immer. Ja. Ich habe viel Impro-Theater gespielt. Oha, oh. Ja, das macht ja auch am meisten Spaß. Das ist aber auch das Komplizierteste mit, ne? Das liegt im Auge des Betrachters, aber es macht mir eigentlich am meisten Spaß. Impro-Theater, da kannst du dich halt ausleben. Ja. Und es ist einfach cool. Also ich mag es richtig gerne. Würdest du denn eigentlich auch so mal so einen Film spielen, wenn du das aus Impro-Theater, wo du einfach komplett improvisieren würdest? Ja, voll gerne. Kennst du den Film Victoria? Ja, klar. Victoria, genau. Das ist ja halt erstens ein One-Take und zweitens, das war auch
teilweise improvisiert. Also das war, da war nicht jeder Dialog genau angepasst. Das war ja auch teilweise improvisiert und den fand ich echt großartig und klasse. Also hätte ich richtig Bock drauf. Ja, so mal so einmal so eine ganze Nacht durch Berlin irgendwie. Aber ich glaube, die haben bei Victoria haben die richtig lange dran gedreht. Ne? Die haben, glaube ich, 3 Takes gehabt für diese 2,5 Stunden irgendwie. Ja, ja. Das ich glaube, ich weiß nicht, ob die es in einer Nacht gemacht haben. Ich meine ja, aber die haben es ja vorher auch total viel geübt, ne? Ja. So ist das ja nicht, aber es geil geworden, also muss ich sagen. Ja, ich fand den cool. Ich finde ihn auch großartig. Das ist auch ein, der hätte auch einen Oscar verdient, eigentlich, dieser Film, weil er einfach so einen mitgerissen hat. Und am Ende ist man ja völlig geplättet danach. Was was in diesen 2,5, vor allen Dingen sind ja auch wirklich nur 2,5 Stunden, weil ja keine Pause ist. Und das, man denkt erstens, es ist viel länger, es kommt einem so viel länger vor. Und dann weiß man auch erstmal, wie viel man so mit einem One-Take aussagen kann in so einer kurzen, sage ich jetzt mal, Zeit. Ja. Das stimmt. Ah, das ist, guck mal, draußen die ganze Zeit, ich weiß nicht, ja, einer mit der Kettensäge, der da rumläuft oder so, Gartenarbeiten gemacht werden. Ach, finde ich ganz schön. Das ist so diese Atmosphäre, warum ich immer sage, wir hatten immer mal die Überlegung, irgendwas so, so Interviews in so einem Studio oder so zu machen. Ich habe gesagt, ach nö, ich mache das zu Hause, das ist eigentlich viel entspannter, weil dann hast du so eine diese YouTuber-Atmosphäre, ist dann halt mehr da, ne? So entspannter. Dann hat man halt sowas vor der Tür. Ne? Genau, da hast du halt mal so, da kommt auch einer mal, vielleicht klingelt es auch noch irgendwie, da kommt der Nachbar noch und fragt, ob er mal, wie sich Mehl leihen kann oder so. Klar. Aber das kann ja alles passieren, das ist ja das Schöne, alles, ja. Das ist dieses Natürliche. Das ist das Natürliche, ja, genau. Ja, genau. Aber dann hast du viel Theater gemacht und hast du Castings? Und wahrscheinlich so Komparsenrollen auch mal oder eher so weniger? Also ich hatte das Glück, dass ich, als ich zu dem Casting gegangen bin, das war so ein Massencasting, dass ich da sozusagen entdeckt worden bin. Und dann habe ich bin nie Komparse gewesen in meinem Leben. Ich habe direkt halt diese Rolle bekommen. Ja. Aus Zufall. Ja, Sei froh, dass du nie Komparse warst. Ja? Ja, das ist ganz schlimm. Ich habe einmal bei der Nanny mitgemacht von Schweighöfer. Ja, geil. Als Komparse. Da stand ich irgendwie von morgens um 9 bis 3 Uhr nachts. Es war mega kalt in Berlin im Oktober irgendwo. Also das war so, bist du als Komparse bist du halt völlig. Deswegen ist es. Trotzdem, man muss diese Erfahrung auch mitnehmen, wenn man es kann. Stimmt. Vor allen Dingen, wenn man diese Welt reinfinden möchte. Komparse ist nicht das Gleiche, auf gar keinen Fall, wie, sag ich jetzt mal, die Schauspieler an sich. Aber einfach mal, um an einem Set zu sein, finde ich, ist es auch mal gut zu sehen. Genau, ja. Es ist zwar, wie gesagt, nicht das Gleiche, aber du siehst ja auch, was um dich herum passiert. Und wenn du eine aufmerksame Person bist und dich das sehr interessiert, dann ist das auch eine gute Sache. Kann vielleicht für viele auch so ein Punkt irgendwann mal kommen, wo man sagt, okay, ich stelle mir jetzt diese Filmwelt total rosig vor, dass man in so ein Filmset geht und alles ist so total entspannt und alles und so. Aber das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Am Filmset ist sehr, sehr viel Hektik wahrscheinlich. Also, oder? Ich sag mal so, es kommt immer ganz drauf an, aber die Zusammenarbeit macht's halt aus, ne? Ja. Wenn du ein Team hast, was super funktioniert, dann ist es entspannt. Vor allen Dingen Fatih Akin, der ist ein super entspannter Regisseur und das merkt man am Set auch total. Die Atmosphäre ist nicht hektisch oder aufgewühlt, sondern es ist, also ich fand's sehr entspannt, weil seine Arbeit halt auch super gut ist und sein ganzes Team super zusammen funktioniert. Deswegen. Es kommt immer ganz drauf an. Es kommt auch ganz drauf an, was man daraus macht. Ne? Ja. Ich hörte den einen Punkt, fand ich ganz, ganz spannend. Du hast gesagt, du warst bei so einem Massencasting und dann wurdest du entdeckt. Das ist ja eigentlich wie so Leute, die sagen, ich wurde entdeckt oder Leute werden entdeckt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Das kann ich mir immer gar nicht so, dass man dann irgendwie, da kommt dann jemand und sagt dir, ja, du bist super. Nein. Also, es war so ein 3000 Leute Massencasting. Man musste sich halt in so einer Schlange anstellen. Und für die verschiedensten Rollen wurde da gecastet. Ich glaube, für 4 verschiedene Hauptrollen oder so. Es wurden auch Nebenrollen gecastet. Also halt alles, was in dem Film zu sehen ist, außer Komparsen. Obwohl ich mir da gar nicht mehr sicher bin. Vielleicht auch Komparsen. Aber naja, auf jeden Fall ist die Agentur, die das dafür gemacht hat, durch die Reihen gegangen, durch die Schlangen. Weil es waren wirklich so viele Leute, dass sie gar nicht alle angucken konnten und haben dann einfach die Leute rausgezogen, wo sie meinten, die passen zu den Rollen. Ah, okay. Und diese Leute, die dann rausgezogen worden sind, hat auch, glaube ich, viel mit Zufall zu tun. Die durften sich dann beim Regisseur schon an der Schlange anstellen, durften sich dem vorstellen. Hat dann in so einem Saal gesessen und dann ist man auf die Bühne gegangen, musste sich vorstellen
Und dann wurde man weitergelassen oder halt nicht. Und bei mir war das einfach totaler Zufall. Ich wollte einfach nur mal zum Casting gehen, ne? Ja. Aber dann dachte ich mir, hey, komm, mach das Beste draus und präsentier dich. Du hast eigentlich total Bock da drauf, warum auch nicht? Das ist eine geile Erfahrung, du spielst mega gerne Theater und du schauspielst auch gerne. Mach das mal. Ja, und das ist dann kommst du halt immer weiter und irgendwann denkst du so, oh, okay, irgendwie fühle ich, dass das gut fungiert, der Regisseur und ich, und es passt gut zusammen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte was werden. Und dann bekommst du diese Rolle und dann ist es so, ja, total, total krass einfach. Ja. Es ist jetzt nicht so, die gehen auf dich zu und sagen, ja, hey, du musst jetzt in dem Film mitspielen, sondern die gucken natürlich schon akribisch, wer passt und wer auch Talent hat, ist ja klar. Und wie telegen man halt auch ist, ne? Ist ja nicht jeder gleich telegen, manche sind fotogener. Ja, das wird halt alles vorher gecheckt. Ja. Und so kommt man dann zu einer Rolle. Und dann ist man dabei. Und dann bist du in einem Film wie der Goldene Handschuh. Ja. Der, hast du davon vorher schon mal was gehört von dem Buch oder so? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich jetzt noch nie so mit Serienmördern aus Deutschland beschäftigt. Natürlich, wenn man was am Rande mitkriegt. Aber mit Fritz Honka habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Ja, aber krass zu sehen, dass es das wirklich mal gab und ja, was das auch ausmacht mit den Menschen, das zu wissen in dieser Kult. Es ist ja sogar eine Kultkneipe sozusagen draus geworden durch einen Serienmörder. Das muss man sich ja auch erst vorstellen. Das finde ich so verrückt, dass die auch vorne Honkerstube dran schreiben, wo man sich so denkt, okay, ja, ihr habt ja. Aber das gehört alles zum Leben und zur Geschichte dazu. Also ich finde, das ist nichts Schlimmes. Das ist eigentlich, finde ich, richtig cool und viele Leute gehen auch gerne hin und ja, und das Buch ist ja auch großartig, von daher. Hast du es dann im Nachhinein noch gelesen? Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich sagen. Ach so. aber ich hab reingelesen. Ah ja, okay. Ich habe reingelesen. Das ist sehr detailliert und ja, ne? Also ich habe das Drehbuch gelesen und dann habe ich mir das Buch mal angeguckt. Es ist, ja, also sehr krasser Stil. Das ist ja krass, ne? Aber das überhaupt zu können, so ein Ziel zu schreiben, das ist schon... Aber ihr wart ja nicht in dem echten Handschuh, ne? Ihr habt das Set war ja nachgebaut, glaube ich, so wie ich es mitgekriegt habe. Ja, genau, das war im Studio. Es wurde im Studio nachgebaut, aber wir haben auch vor dem Handschuh in echt gedreht. Ah, okay, also warst du schon eine ganze Zeit. Haben die das echt da in Hamburg direkt davor? Mhm. Ach, krass. Genau. Das kann ich mir auf der Reeperbahn immer gar nicht vorstellen, ohne dass da irgendwelche Leute da irgendwie rumlaufen. Ja, das doch, ist doch. Ja, verrückt. Ich bin noch an dem Morgen am Handschuh vorbeigelaufen, als ich in Hamburg war, und da haben die gerade aufgebaut. Ja, alle Leute haben ja schon geguckt, aber da sind die Stammkunden trotzdem noch drin gewesen, also die durften da trotzdem sein, der war offen und wir haben davor gedreht, die durften halt da nicht rauskommen und ja, war alles ganz entspannt. Ach, das ist ja krass. Ja, gut, die sind ja meistens da alle friedlich. Mhm. Wie war das dann so, du hast ja schon eine tragende Rolle in dem Film eigentlich, also so, das ist ein bisschen so der Leitfaden eigentlich, haben wir den ganzen über so, ne? Ja. Wie war es dann irgendwann, als du dann den Jonas Dassler gegenüberstandest in dieser Maske und so völlig gestörtem Outfit? Ich wusste eigentlich, dass es Jonas ist, wenn ich ihn angeguckt habe, auch wenn ich ihn nicht so oft ohne Maske gesehen habe, weil er war ja immer schon 3 Stunden näher am Set. Aber wenn man in der Rolle drin war, dann hat man das auch, also als Schauspieler, dann fühlst du dich auch in dieser Rolle. Ja. Und dann siehst du den Menschen auch mit anderen Augen. Mein Innerstes wusste, wie gesagt, dass es Jonas ist, aber in dieser Rolle und in dem Spiel ist es ja immer so, dass man dann da reinfinden muss, um das auch authentisch rüberzubringen. Und deswegen habe ich auch teilweise ein bisschen Schiss gekriegt, als er mir auch hinterhergelaufen ist und so. Stimmt, ja, genau. Da gibt es ja diese. Am Ende da, genau. Und ja, also es war gruselig, ihm in die Augen zu gucken, vor allen Dingen wegen seinen Kontaktlinsen. Hatte der eigentlich, ich habe das gar nicht so, im Film hat man das am Ende, also musste man wirklich genau hingucken, ne? Das eine Auge ging immer so ein bisschen nach da, ne? Ja. Oder so. Ja, genau. Ah. Das in die Augen zu gucken war schon, war unheimlich? Ja, war sehr unheimlich. Auch wenn man wusste, dass es Jonas ist, war es trotzdem so, okay, davor habe ich jetzt echt Respekt. Ja, das glaube ich, ja. Aber du hast, mir fällt gerade ein, du hast diese eine Szene. Du hast ja auch so ein paar verrückte Szenen gehabt, die so ein bisschen in dieser Traumwelt von ihm waren. Ja, genau. Das ist mir die Frage, das ist heute Morgen eingefallen, die ist sehr spontan jetzt. Ja. Hast du wirklich in das Fleisch reingebissen? Das fragen mich so viele. Ja, das ist großartig. Könnte das nie tun. Das sagen alle, aber das war, ich glaube, so eine Art Carpaccio-Fleisch, das man roh essen durfte. Das haben mir extra gesagt, das durfte man roh essen, dieses Fleisch. Das war Fleisch, das man...
ja, roh essen dürfen. Ja, das, so ist aber, das ist aber gar nicht so schlecht. Ich dachte, dass einer zum Metzger ging, hat dann ein Stück Fleisch geholt und sagt, hier, beiß mal rein. Nein, nein, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Das ist ja auch viel zu gefährlich, einfach in so ein rohes Stück Fleisch zu beißen. Ja, 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 nein, total. Nein, nein, also wenn du jetzt noch vegan wärst, dann wäre, also das wäre ja, ja, wär ja verrückt. Wär das. Nein, nein. Das ging schon klar, die haben da schon echt drauf geachtet. Okay. Das war so in Ordnung. Also die Frage, die kam schon so oft bei mir. Das hast du immer noch, wenn du ganz viele Interviews gibst, kommen immer die gleichen Fragen. Ja. Ich habe irgendwann mal angefangen, so ganz random Fragen zu stellen. So, was ist dein Lieblingsstein? Hast du einen Lieblingsbaum, Lieblingsaggregatzustand? Ja. Ist auch immer ganz, kommt immer ganz gut, wenn du dann so, so steht dann irgendwie so. Ich weiß nicht, was mit der Schweighöfer mal gemacht, der war dann das sehr irritiert. Hast ja, du ja. Ja? Ja. Der war sehr verwirrt, glaube ich. Ja. Aber den habe ich ja, das ist, der war ja schon 3-4 Mal, da ging es das noch einigermaßen. aber ja, ja. Hast du jetzt in Zukunft noch was geplant, wo du sagst, okay, das möchte ich, also da könnte man dich vielleicht sehen? Bis jetzt ist noch nichts geplant. Ich gucke mal, was auf mich zukommt. Ich studiere auch im Moment, wie gesagt, noch. Und ja, da drehen wir auch einiges. Aber da bin ich halt teilweise hinter der Kamera, manchmal auch vor der Kamera. Ich finde, es gibt viele interessante Rollen und ich hätte Bock auf alles. Also von Märchenprinzessin bis hin zu Mörder, bis hin zu Töchtern in irgendwelchen Familienfilmen, keine Ahnung. Ja. Einfach alles querbeet. Also das, was kommt. Das, also richtig Mörder auch? Mörderfrau? Also so Bonnie Clyde-mäßig oder irgendwie so? Was Natural Born Killer? Ich weiß gar nicht, was da gab. Also, gibt es irgendwelche Frauen, die mal irgendwelche Leute umgebracht haben? Bestimmt. Was könnte man da verfilmen? Vielleicht ist das ja auch dann so eine Message, wenn du sagst, hey, ich könnte mir vorstellen, jetzt so eine Killerin zu spielen, dass irgendein Regisseur, wer weiß, ne, sagt, hier, machen wir mal. Ja, also ich meine auch zum Beispiel auch einfach bei Soko oder so eine Mörderin zu spielen, das ist ja auch immer ganz interessant. Ich habe auch bei Soko mal mitgespielt, da war ich leider nicht die Mörderin, aber ich war involviert. Ja, es kommt halt immer ganz drauf an, das kann ich jetzt gar nicht so pauschal beantworten, diese Frage. Es ist immer so, das, was kommt, das gucke ich mir an und es gibt. Also keine Rolle ist uninteressant, finde ich. Alle Rollen haben irgendwas. Kommt halt immer drauf an, was du daraus machst. Das stimmt. Aber ist das als Frau nicht auch? Ich habe gerade überlegt, ich habe noch so als Scream Queen, kennst du noch so diese alten Scream-Filme? Da haben sich ganz viele Frauen immer beworben, die dann da abgestochen wurden. Ich hab's nicht geguckt. Hast du geguckt? Hast du Scream geguckt? Nicht getraut. Ja. Ist das jetzt so gruselig? Ich weiß nicht. Also das ist ganz gut. Ein bisschen. Ja? Ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so eine, also ich kann nicht ganz so gut Blut sehen in Filmen, aber ich fang damit an. Jetzt, aber das ist gut, grade, jetzt nach dem goldenen jetzt Handschuh. Jetzt nach dem goldenen Handschuh, da kommt's. Ja, ja. Saw 8 und 9. Oh, ja, Saw ist auch nochmal so eine Geschichte. Ja, sehr gut. Ja, das finde ich aber spannend. Ja, vielleicht sehen wir dich dann irgendwo noch in ganz, ganz verrückten Rollen. Vielleicht auch mal als Synchronsprecherin. Ja, also ich bin dafür alles offen. Ob jetzt Musikvideos oder in Filmen oder in Serien. Also ich bin vor der Kamera, fühle ich mich echt zu Hause und einfach zu Schauspielern und auch, wie gesagt, noch Theater. Ist alles meine Welt. Ich probiere mich gerne durch und ja. Ja, voll gut. Ja. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Für alle Leute, die hier zugeschaut haben und sagen, hey, die Greta möchten wir noch mal sehen. Dann geht ins Kino zum Goldenen Handschuh. Genau. Also ein sehr, aber erst wenn ihr 18 seid. Das ja, 18, erst ab 18. Film, ab 18, alle jüngeren Zuschauer. Und damit haben wir die YouTube-Zielgruppe auch schon direkt wieder abgespeist. Von 14- bis 19-Jährigen. Na, ein kleiner Bruchteil kann davon reingehen. Ansonsten findet man dich irgendwie im Internet, so Instagram, den Kanal, den du bewerben möchtest, oder das ist ja privat bei dir, wie ist das bei dir? Nee, also ich habe einen öffentlichen Instagram-Account, greti_99, das kann er vielleicht auch nochmal einblenden. In die Infobox kommt das alles, da könnt ihr mal folgen. Ja, genau, da könnt ihr mir ja sehr gerne folgen. Genau, und dann schaut euch gerne den ersten Film von dir an vielleicht und dann den goldenen Handschuh auch noch und dann bedanke ich mich schon bei dir für dieses... Ich bedanke mich bei dir. Ja, du bist den weiten Weg hier auf dich genommen. Vom Ruhrgebiet aus. Vom Ruhrgebiet aus. Hier hoch nach Hamburg. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und, sehr gerne. Vielen Dank. Ihr Lieben, macht's gut. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.